Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, folgende zwei Sätze können Sie in den Zeitungen tagtäglich lesen. Der Radverkehr in Berlin wächst, aber der Radverkehr wächst nicht wegen, sondern trotz der Politik des rot-schwarzen Senats. Hier steht. Das waren jetzt keine 10 Minuten, hier war schon Redezeitende. Herr Kreins ist da, sehr herzlich willkommen. Die Zeitungen haben leider recht. Jetzt haben sich viele engagierte Menschen zusammengefunden, die sich diese Verkehrspolitik des Senats nicht mehr gefallen lassen wollen. Und das begrüßen wir. Der Senat hat Schwierigkeiten, damit einen Umgang zu finden, wie mit jedem Volksbegehren bisher. Wir haben aus diesem Anlass die Aktuelle Stunde unter dem Titel Volksentscheid Senat blockiert die Verkehrswende angemeldet. Dieses Thema bewegt die Berlinerinnen und Berliner wie nur wenige andere. Das geht uns als Bündnisgrünen, aber wie ich meine, auch der Opposition insgesamt so. Wir wollen eine andere, eine moderne Verkehrspolitik. Mit Ihrer Politik, sehr geehrter Herr Verkehrssenator Geisel, mobilisieren Sie selbst für dieses nächste Volksbegehren. Haben Sie sich mal gefragt, warum sich so viele Menschen Zeit nehmen, Zeit investieren in so ein Volksbegehren Radverkehr, statt die vielen schönen Dinge zu tun, die in Berlin sonst so möglich sind? Ich sage es Ihnen, viele verstehen das so. Das Volksbegehren ist Notwehr. Notwehr gegen eine Politik, die den Fußgängern und Fahrradfahrern das Leben schwer macht, ja sogar tagtäglich gefährdet. Hören Sie diesen Menschen endlich zu, Herr Senator. Oder mir. Hallo, Herr Senator? Ah, vielen Dank. Hier ist nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Anwesenheit gefordert. So, als Bündnisgrüne, doch so ist es. Als Bündnisgrüne Partei wollen wir die Verkehrswende, denn ohne die Verkehrswende werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Der Radverkehr ist der Schlüssel dazu. Ich höre von Ihnen, aber auch von den verkehrspolitischen Sprechern, ja, das wollen wir doch auch. Aber warum klappt denn das dann nicht? Ich sage es Ihnen, weil der politische Wille nicht da ist, weil Sie Papier schwärzen und das dann Radverkehrsstrategie des Senats nennen, aber eine Strategie ohne Umsetzung, das ist nichts wert und das muss sich ändern. In den letzten Jahren, ja Jahrzehnten, haben sich viele, viele Berlinerinnen in den Fahrrädern des Senats und der Bezirke redlich abgemüht, sei es vom ADFC, sei es vom VCD, sei es vom BND und von den vielen anderen Verbänden und Initiativen. Immer wieder haben Sie vom Verkehrssenat zu hören bekommen, was nicht geht, wie schwer alles ist, was es alles für Probleme gibt. Ich sage Ihnen, wenn Sie etwas wollen, dann finden Sie Wege. Wenn Sie etwas nicht wollen, dann finden Sie Gründe. Aufgerieben haben Sie diese guten Leute und ein Schneckentempo hingelegt. Unfassbar. Wenn Sie mit dieser Geschwindigkeit weiterarbeiten, haben wir in ca. 75 bis 80 Jahren an allen Hauptverkehrsstraßen eine Radverkehrsanlage. Mit Verlaub, das ist zu wenig, da muss mehr gehen. Und wenn dann Radwege noch im Nirvana enden oder wie an meiner Lieblingsstelle in der Nähe des Bundeskanzlerinnenamtes einfach mal so eine Barke auf dem Radweg steht, das ist schon ziemlich hart. Und deswegen haben wir heute zu Recht diese Aktuelle Stunde angemeldet. Auch um den Umgang des Senats mit dem Volksbegehren zum jetzigen Stand mal stärker auszuleuchten. Da lässt sich zum Beispiel der Staatssekretär Gebler wie folgt zitieren. Verkehrsplanung per Gesetz, das wäre der falsche Weg. Herr Gebler, jetzt mal ehrlich, glauben Sie das wirklich? Aha, okay. Erstmal, dann hätten Sie Jahre Zeit gehabt, um zu zeigen, dass das auch anders geht. Ich erinnere mich noch, war es in der Morgenpost, da waren Sie ganz groß, Christian Gebler, der Fahrradbeauftragte des Senats. Groß in allen Zeitungen, riesiges Bild. Ich fand das persönlich sehr eindrücklich. Damals, vor ca. 2 Jahren war das. Da dachte ich, Mensch, jetzt muss er aber was bringen, jetzt muss er was vorlegen bei dieser Inszenierung. Aber Herr Gebler, jetzt 2 Jahre später, außer der per Pressemitteilung gewürdigten Einweihung von einem Fahrradstreifen und dann noch einem und jetzt von einer Fahrradabstellanlage, da war da was, da war nichts. Ich glaube, Sie sollten das Amt aber schnellstmöglich hier wieder niederlegen. Und zweitens, natürlich geht Verkehrspolitik per Gesetz. Beispiel das Berliner ÖPNV-Gesetz. Vielleicht lesen Sie das mal. Da steht ganz konkret was zum Thema Verkehrsplanung in der Politik drin. Und wenn Sie das nicht glauben, dann schauen Sie sich doch mal den Bundesverkehrswegeplan an. Auch das ist ein Gesetz. Und auch dort steht zum Beispiel der A100 drin. Ein Gesetz zur Verkehrsplanung. Ich glaube, diese Nebelkerzen, die Sie da gezündet haben, die können Sie mal ganz schnell wieder stecken lassen.
So. Sie wollen sicherlich nicht als Exekutive der Legislative vorschreiben, was wir können oder nicht können, als Volksgesetzgeber oder als Gesetzgeber. Deswegen glaube ich, sind Sie da gut beraten, das noch mal zu überlegen. In diesen Tagen wird der Entwurf eines Berliner Fahrradgesetzes bereits diskutiert. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich das Vorgehen der Initiatoren bemerkenswert finde. Das Fahrradgesetz durchläuft gerade eine Beteiligungsphase, in der sich die Berlinerinnen und Berliner das Gesetz anschauen können und kommentieren können und die Initiatoren dann danach diese Stellungnahmen bekommen und auswerten. Das finde ich vorbildhaft. Ich setze mal ein Beispiel dagegen, denn wir schaffen das hier im Parlament eben nicht immer. Ich erinnere nur an die Staatsverträge, etwa im Rundfunkbereich. Da können wir hier als Parlamentarier quasi zum Schluss immer nur noch abnicken, das, was uns von Staatssekretär Böning bzw. vom regierenden Bürgermeister Müller vorgelegt wird. Das ist das Gegenteil von Beteiligung. Aber gehen wir doch zu den Zielen von guter Verkehrspolitik und gleichen diese mal ab. Wir wissen alle um die Vorteile einer fahrradgerechten Stadt. Hohe Aufenthaltsqualität, wenig Lärm, saubere Luft. Eine Stadt für die Menschen, zügig, aber entspannt durch die Stadt zu kommen, kosten- und umweltbewusst. Nachweislich geht es Gewerbe, Einzelhandel besser entgegnen mit guter Radverkehrsinfrastruktur. Gerade in der wachsenden Stadt und bei den Anforderungen des Klimaschutzes. Und die Fahrradstadt wäre eine sichere Stadt. Sichere Kreuzung ist das Stichwort. Aktuell gibt es im Monatstakt Verkehrstote. Die Berlinerin zu schützen, das ist aber unsere Aufgabe, insbesondere des Verkehrssenators. Da reicht kein Online-Dialog. Nach den Wünschen der Berliner fragen, aber dann nichts tun, das führt zu Frustration und das wiederum führt genau zu Recht zu Volksbegehren. Den Moritzplatz haben wir jetzt sicherer. Aber was ist denn das für eine dünne Bilanz? Vor über 2 Jahren haben Sie gefragt und sich danach nicht einen Finger um die Umsetzung gekümmert. Das muss sich ändern. Nächstes Thema. Wir haben als Fraktion für Sie ein Fahrradstraßennetz konzipiert und es Ihnen quasi auf die Türschwelle gelegt. Sie haben das ohne ein echtes Argument hier im Parlament abgelehnt. Einige Bezirke sind da einfach weiter. Die greifen das auf und kämpfen dann einen einsamen Kampf gegen die Verkehrslenkung Berlin. Aber mitunter eben auch erfolgreich, wie jüngst der Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Sie sollten die Bezirke unterstützen und nicht ihnen Steine in den Weg legen. Ich würde mich freuen, wenn das Volksbegehren den Gedanken eines Fahrradstraßennetzes aufgreift. Nun wird überall geschrieben, ja, die Ziele des Volksbegehrens werden ambitioniert sein. Stichwort Radschnellwege. Aber ich sage Ihnen, gerade Radschnellverbindungen haben enormes Potenzial, können den ÖPNV entlasten, damit auch den Autoverkehr. Damit Radschnellwege aber sinnvoll sind, brauchen wir nicht nur ein Prestigeprojekt, sondern tangentiale Verbindungen von außen nach innen. Leider hat der Senat auch hierzu nichts vorzuweisen und in Sachen Online-Dialoge sich ja eben gerade die Finger verbrannt. Deswegen haben wir das jetzt mal übernommen. Unter fahrradnetz-berlin.de können Sie ab heute Vorschläge machen für Radschnellverbindungen. Wir werden das auswerten. Unser Ziel ist es, wie beim Fahrradstraßennetz, einen breiten Vorschlag vorzulegen. Wir laden Sie ein, hier mitzuarbeiten. Denn es reicht nicht, ein paar schöne Bilder von blau eingefärbten ehemaligen Bahnstrecken zu machen. Herr Senator Heilmann ist gerade nicht da. Das war schön, dass Sie das in die Zeitung gebracht haben. Aber wenn danach nichts folgt, dann reicht das nicht. Aber ich nehme Ihre Bemühungen wahr. Vor Jahren hat die Grüne Jugend mal getitelt, die CDU wäre die dunkle Seite der Macht. Wenn Sie jetzt auf die helle Seite rüber machen wollen, immer ran. Aber wie gesagt, nur das mit den Fähnchen, das reicht nicht. Und Sie könnten etwas tun als CDU. Ich sage mal Thema Fahrradstaffel. Wo sind eigentlich die 200 Polizistinnen, die Herr Henkel seit 4 Jahren versprochen hat? Ich habe da den Überblick verloren. Die wären bei der Fahrradstaffel doch super sinnvoll aufgehoben und dann noch auf die ganze Stadt verteilt, statt alle nur in der Rigaer Straße. Das wäre doch mal was. Und wenn die dann noch Falschparker abschleppen würden, dann wäre ich von fast glücklich, abschleppen lassen würden. Warum geht das alles nicht? Es liegt nicht nur am fehlenden Personal, sondern eben auch am fehlenden Willen. Bei Straßenbauprojekten ist alles super schnell möglich. Da schaffen Sie es in Haushaltsberatung, mal eben 2 Stellen mehr zu beschließen. Aber kleinteilige Projekte, da tun Sie sich schwer. Wenn der Senat unbedingt ein Großprojekt haben will, dann machen Sie doch ein Großprojekt draus. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frederici? Ich habe nur noch 60 Sekunden und habe noch Wesentliches zu sagen. Aber vielleicht kriegen wir es dann hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das angesichts anderer Großprojekte so super ist, wenn man das jetzt zum Großprojekt ausrufen lassen würde. Aber andere Städte schaffen das ja auch. London, Paris, die nehmen 500 Millionen in 5 Jahren in die Hand und sagen, so kriegen wir das hin.
Hier in Berlin schaffen wir noch nicht mal ein Leihfahrersystem auszuschreiben. Seit über anderthalb Jahren steht das aus. Das ist ziemlich unfassbar. So, und jetzt noch mal kurz zur Realität. Im Innenstadtbereich wird ungefähr genauso viel Rad gefahren wie Auto. Es gibt doppelt so viele Räder wie Autos. Trotzdem hat das Auto rund 19 Mal mehr Platz als das Rad, wie letztes Jahr eine Studie herausfand. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das einfach umdrehen. Das wollen Sie sich natürlich nicht vorstellen bei der SPD und bei der CDU. Und das ist genau der Unterschied. Sie wollen keine fahrradgerechte Stadt. Bitte, wenn Sie sich an den Begriff stören, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und der CDU, dann nehmen Sie einen anderen. Aber Klartext, wir haben aktuell die autogerechte Stadt. Sie wollen keine Änderung. Wie würden Sie eine solche Politik nennen? Und wie sollen die Zehntausenden Berlinerinnen und Berliner, die durch Ihre Politik jeden Tag gefährdet werden, darauf reagieren? Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Vielen Dank. Dankeschön.